Guten Morgen, herzlich willkommen zu Some Like It Equal, ab jetzt 50-50, das Berlinale Event zur Gleichstellung, so haben wir das genannt und ich hoffe, wir lösen das heute auch ein. Ich möchte erstmal ganz, ganz herzlich Sie alle im Namen meiner Vorstandskolleginnen Tatjana Turanski, Bettina Schöller-Beaujus, Julia Turner und Barbara Teufel begrüßen. Und ganz herzlich möchte ich Maria Mohr und Imogen Kimmel begrüßen, die auch Mitbegründerinnen von Pro Quote Regie sind. Und Maria ist heute extra aus, glaube ich, aus Ägypten angereist zur Berlinale. Und toll, dass du heute da bist. Genau. Genau. Und herzlichen Dank an Frau Meerapfel und die Akademie für die erneute Kooperation zur Berlinale. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Dann herzlich willkommen Helke Sander, Claudia von Ahlemann und auch Julia Leiditz und Martina von Bassewitz. Ich weiß gar nicht, wo alle sitzen da, vom Ministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Nach 4 Jahren gemeinsamer Arbeit schaffen wir auch das jetzt flüssig auszusprechen. Am Anfang war das noch schwierig, da haben wir uns irgendwie verhaspelt. Schön, dass Sie da sind. Und vielen Dank auch für die Unterstützung zu dieser Veranstaltung. Genau. Genau. So, in ein paar Tagen endet die Berlinale und die Frage ist, wo geht's hin? Pro Quote Film. Die Branche wurde durch unsere Pressekonferenz zur Gründung und zur Erweiterung und natürlich auch durch die MeToo-Debatte aufgerüttelt. In den Interviews wird uns immer wieder die Frage gestellt, warum ebbt diese Diskussion um MeToo nicht ab? Und wir glauben einfach, dass es so ein großes Bedürfnis gibt der Frauen nach Veränderung und nach Fortschritt. Und auch, weil die Welle der Solidarität nicht abreißt und Frauen, die sich outen, dürfen endlich die kollektive Erfahrung machen, dass nicht sie durch ihr Verhalten das Geschehen provoziert haben, sondern dass mit unserer Kultur etwas nicht stimmt und dass wir gemeinsam diese Kultur verändern können. Ja, wir haben es schon so oft gehört, aber es ist eben so, diese Kultur ist geprägt durch asymmetrische Geschlechterverhältnisse in allen Bereichen, wo es um Macht, Einfluss und Geld geht. Und der Film- und Fernsehbranche kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Bilder der Medien prägen unsere Wertvorstellungen und unsere Bewusstseinsbildung und sie schaffen Vorbilder für junge Menschen. 85% dieser Bilder werden von Männern gemacht und das heißt zu wenig Filme von Frauen, zu wenig starke Rollen für Frauen. Das Leben der Frauen spiegelt sich nicht in den Filmen. Die Darstellungen sind rückständig und sie reduzieren die Frauen meist darauf, dass männliche Hauptfiguren ein sexuelles Interesse an ihnen haben. Genau. Die Vielzahl der Auswirkungen, unter denen die Frauen zu leiden haben, kommt in der MeToo-Diskussion viel zu kurz. Die ungleiche Verteilung von, also vor und hinter der Kamera, befördert nicht nur den sexualisierten Machtmissbrauch, sondern zum Beispiel auch eine schlechtere Bezahlung von Frauen, weniger Vertrauen in ihre Professionalität und so weiter. Und was keine Erwähnung findet, dass es die Forderung nach einer Systemkorrektur schon lange und nicht erst seit Weinstein und Wedel gibt. Der Verband der Filmarbeiterinnen hatte schon vor 40 Jahren die gleichen Forderungen wie wir. Und wir haben draußen, ich weiß nicht genau, wo sie sind, diese Tafeln aus Frauen und Film von Helke Sander, wo wirklich nochmal diese ganzen Forderungen aufgelistet sind von damals, von 1975. Es lohnt wirklich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, und Pro Quote Regie und jetzt Pro Quote Film setzt diese Arbeit seit 4 Jahren fort. Und die Frage ist, ja, wo geht's jetzt hin? Und um mit den Worten meines 14-jährigen Sohnes vom Frühstückstisch heute Morgen zu sprechen, er sagt, jetzt muss Phase 2 kommen, die Problemlösung. Die verstehen das einfach. Also die junge Generation, glaube ich, hat auch wirklich ein Gefühl für diese Ungerechtigkeit. Und genau dafür, für diese Problemlösung, hat Pro Quote Film 10 Forderungen formuliert. Alles ganz konkrete Maßnahmen, die die Veränderung bringen werden, darunter die 50%-Quote für die Vergabe von Aufträgen und Fördergeldern und auch für Rollen für Schauspielerinnen in der Gesamtheit der Produktionen, die paritätische Besetzung von Gremien und zwar nicht nur für die Vergabejurys.
Und unser Aufruf mit den Forderungen liegt draußen. Sie können ihn gerne mit Ihrer Unterschrift unterstützen. Aber um was geht es eigentlich im Kern? Die Verantwortung zur dringend notwendigen Erneuerung der Branche darf nicht länger der einzelnen Frau aufgebürdet werden. Durch die Einführung der 50%-Quote bringen wir die Verantwortung dahin, wo sie hingehört, zum Beispiel Filmförderung. Frau Meer-Apfel hat es ja auch schon erwähnt. Es reicht eben nicht, dass die Förderanstalten sich weiterhin auf ihre Argumentation ausruhen. Es gäbe nicht genügend Einreichungen von Frauen. Wir brauchen Transparenz über diese Einreichungen. Und die Filmförderer müssen Verantwortung übernehmen und zu den Frauen gehen und fragen, wo die Hürden für die Einreichungen sind. Und sie müssen sich anschauen, warum Projekte von Frauen oft im Low-Budget-Bereich landen und warum Produzenten nur die Hälfte der Budgets der Männer zur Verfügung haben. Und was meist vergessen wird, es gibt eine Quote, die schon da ist, und das ist eine stillschweigende Männerquote. Und diese Einführung, die wir fordern von Quotierung bei der Vergabe von Geldern, schafft einfach den wirtschaftlichen Anreiz und bringt die weiblichen Talente in den Wettbewerb, in einen Wettbewerb, der momentan verzerrt ist. Anderes Beispiel sind die Hochschulen. Da heißt es für die Frauen, gebt euer Bestes, strengt euch an, aber niemand sagt, nur die Hälfte von euch wird später im erlernten Beruf arbeiten können. Und da dürfen die Hochschulen auch nicht länger wegschauen. Die Frauen müssen auf das vorbereitet werden, was sie nach der Hochschule erwartet. Und deshalb fordern wir zum Beispiel Genderkompetenz bei der Neubesetzung von Hochschulprofessuren. Aber es gibt auch gute Beispiele, es geht ja auch was voran. Zum Beispiel haben wir am Freitag gemeinsam mit der ARD ein Speeddating veranstaltet für Redakteure und Redakteurinnen und Regisseurinnen. Und und da hat die ARD tatsächlich die Verantwortung für die Erweiterung ihrer Netzwerke übernommen. Und von dieser Veranstaltung ging ein wichtiges Signal aus, nämlich es gibt eine Willkommenskultur für Regisseurinnen bei der ARD. Herzlichen Dank dafür an Frau Professor Will und an die Digeto. Genau. Und wenn wir einen Kulturwandel wollen, müssen wir alle dazulernen und wir müssen uns weiterbilden. Deshalb fordern wir Change- und Gender-Seminare für alle Führungsetagen, und zwar für Männer und für Frauen, denn sie machen die oft unbewussten Entscheidungskriterien und auch die Beurteilungskriterien für Personen und Projekte sichtbar. Es lohnt einen Blick nach Schweden, die sind da schon wieder als Vorreiter ganz weit nach vorne gegangen. Die haben jetzt bei ihrer Filmförderung eine Green Card eingeführt. Und zwar geht es darum, dass nur noch Produktionsfirmen Fördergelder überhaupt also Förderanträge stellen können, wenn sie Fortbildung nachweisen können zum Thema Diskriminierungsgesetzgebung und Arbeitsrecht mit dem Fokus auf Bewusstseinsbildung zur Gleichstellung. Aber es geht nicht nur um Verantwortung, es geht auch um Sichtbarkeit. Die Werke von Frauen müssen sichtbarer werden und das fängt beim weiblichen Filmerbe an. Im Zuge der Digitalisierung verschwindet es gerade. Fast 100% der Fördermittel, die hierfür bereitgestellt werden, gehen an Filme von Regisseuren. Und das müssen wir dringend korrigieren. Aber auch die Frauen der unterschiedlichen Gewerke brauchen mehr Sichtbarkeit. Die Kamerafrauen haben das jetzt vorgemacht. Die haben eine tolle Webseite gebaut. Die heißt cinematographersxx.de. Und wir möchten das gerne als Vorbild nehmen und daran arbeiten, dass wir das für alle Gewerke machen können. Einfach diese Sichtbarkeit erhöhen. Und deshalb fordern wir auch eine Stiftung zur Stärkung des weiblichen Filmschaffens. Nach dem Vorbild der DEFA und der Murnau-Stiftung, die soll im neuen Filmhaus, das bis 2025, soll das gebaut werden. Und da muss diese Stiftung zur Stärkung des weiblichen Filmschaffens angesiedelt sein. So, und zur Sichtbarkeit gehört auch, dass kontinuierlich weiter Zahlen erhoben werden. Denn Zahlen können einer Branche, die in ihrem eigenen Saft schmort, die Perspektive erweitern und den Blick von außen liefern. Einfach diesen nüchternen Blick, den wir brauchen. Denn nur wer zählt, weiß, ob die gewünschte Veränderung eintritt oder stagniert. Okay. Genau. Und wir wünschen uns, dass auch die Männer sichtbar werden, die unser Anliegen teilen. Und wir werden sie ins Boot holen. Das ist auch eine unserer nächsten Aufgaben. Also die Aufgaben sind vielfältig, aber auch wir sind viele und so unterschiedlich und divers die Frauen sind, die hinter Pro-Quote Film stehen. Bei einer Sache sprechen wir alle mit einer Stimme. Gleichberechtigung muss endlich Realität werden.